LKW-Bestellungen. Hallo und herzlich willkommen zu Hey Day for You. Mein Name ist Lilian Fernandes und heute sprechen wir über LKW-Bestellungen. Unser LKW ist gekommen, wir sind jetzt Level 4 und heute, wie gesagt, sprechen wir über LKW-Bestellungen. Vorher, bevor ich anfange, werden wir unsere Getreide ernten und wieder pflanzen. Mais möchten wir pflanzen und Weizen möchten wir pflanzen. Die Hühner sind bereit. Wir sammeln die Eier und geben Futter. Unsere Futtermühle ist schon fertig und das ist wunderbar. Aber da können wir einmal Hühnerfutter machen. Wunderbar. Die Sally ist da. Wir begrüßen sie aber nachher. So, LKW-Bestellungen. Das ist unsere Bestelltafel. Unsere erste Bestellung ist für den Kindergarten. Der Kindergarten möchte 2 Eier haben. Und wir kriegen 16 Coins und 14 Sterne. In meinem ersten Video habe ich was Falsches gesagt. Und zwar, ich habe gesagt, dass unsere Bestellungen bringt uns Coins. Nicht nur Coins. Unsere Bestellung bringt auch Erfahrungspunkte, Sterne, was wichtig ist zum Ableveln. Und später wird auch so sein, dass unsere LKW-Bestellungen als Belohnung Gutscheine bringt. Aber das ist in Zukunft. Wir geben diese Bestellung ab. Wir liefern aus, weil wir das haben. Die Eier sind am Anfang wichtig, aber nachher, wenn wir anfangen, Sachen zu produzieren, dann müsst ihr aufpassen, ob ihr die Eier geben, Sachen wie Ei, wie Milch, wie Sahne, sollte man gut aufpassen. So, Franks Fabrik möchte gerne 1 Ei haben und 4 Weizen. Und das, die Bestellung geben wir auch, liefern wir auch aus und prompt sind wir ein Level 5 Farmer und das ist wunderbar. Als Level 5 Farmer können wir 3 Felder zusätzlich kaufen. Wir kriegen neue Getreide, das ist Soja. 3-mal von Heyday kriegen wir, dass wir überhaupt aussehen können. Dann kriegen wir Dynamiten, TNT, Äxte, Säge, Schaufel und ein Diamant von Heyday kriegen wir Geschenk und drücken wir auf Weiter. So, noch ein Besucher. Frag sie besser, was sie möchte. So fragen sie die Sally, die Joanne, Entschuldigung. Kommt dieser wunderbare Duft von hier? Oh, wo sind meine Manieren? Mein Name ist Joanne. So, kannst du mir das verkaufen? Joanne möchte ein Brot haben, da dass wir in unserem Backofen Brote produzieren, können wir ja natürlich sagen. Da kriegen wir Coins und Erfahrungspunkte für unsere Bestellung. Tüt tüt, der Lieferwagen ist da. Bereite dich auf eine Bestellungsflut vor. Wir sind vorbereitet. So. Die Bestelltafel zeigt an, welche Bestellungen verfügbar sind. Verdiene Geld und Erfahrung, indem du sie auslieferst. Vielen Dank, Mr. Wicker. So, das möchte der Kindergarten möchte 2 Mais und 3 Weizen haben. Bevor wir das ausliefern, ernten wir unsere Weizen. Wir pflanzen Soja und wir pflanzen 2 Mais. So,
Und jetzt möchte der Kindergarten das haben und wir können ausliefern. Wunderbar. Auf geht's. Der Lieferwagen ist jetzt unterwegs zum Kindergarten. Warte, bis der Lieferwagen mit deiner Belohnung zurückkehrt und tippe ihn an, um sie einzusammeln. So tippen wir an und sammeln die Bestellung ein. Sieh mal, die Kinder aus dem Kindergarten haben dir Dankesnachricht geschickt. Wunderbar haben die Kinder gemacht, das sieht ganz toll aus. Vielen Dank dafür. Da ist die Sonne wie bei Hey Day, die Sonne scheint immer. Die Kinder haben gut gemacht. So, diese Städte können einfach nicht genug von unseren frischen Farmprodukten bekommen. Liefere noch eine Bestellung. Da gucken wir mal, wir haben 16 Weizen. Franks Fabrik möchte 7 Weizen haben. Wir kriegen 14 Coins und 7 Erfahrungspunkte, 7 Sterne. So liefern wir das aus. Da kommt der Greg. Der Greg wird noch ein Thema für mein nächstes Video sein. Ich habe noch auch ein Video über Sicherheit, wie du deine Farm sichern kannst. Aber erstmal werden wir ein Video über Greg machen. Jetzt, heute ist über LKW-Bestellungen. Deswegen muss der große Kerl ein bisschen warten. So, da ist unser Getreide, unser Mais. Wir ernten unser Mais, pflanzen Weizen und auch Mais. Und mal gucken, wir können einmal Hühnerfutter machen. Bei jedes Mal, dass ihr einmal reintut in der Futtermühle, in eure Futtermühle, bekommen wir dreimal Futter, ja? So. Da gucken wir mal, was möchte unsere LKW-Bestellung? 3 Eier. Wir haben nur 3 Eier und da solltet ihr gut aufpassen. Weil wenn man nur 3 Eier hat und nicht Eier sammeln kann, dann lieber liefern nicht aus oder wir warten. Ein Brot für 11 Coins und 11 Sterne, das liefern wir aus, weil wir noch Brot produzieren können. So. Da müssen wir warten, bis das Brot fertig ist. Die 3 Eier lösche ich. Das ist so wie im Leben. Ihr müsst aussuchen, was möchtet ihr liefern, ausliefern, was möchtet ihr nicht ausliefern. Jetzt am Anfang ist noch einfach. Aber später wird es so sein, dass wir Eier brauchen, um Sachen zu produzieren. So sind die Eier sehr wichtig. Ja? Wir warten erstmal, weil da sind 24 Coins und 21 Sterne. Und das ist eine gute Bestellung. Aufgrund dessen warten wir ein bisschen noch. Die Hühner brauchen 12 Minuten und jetzt sind wir ein Level 6 Farmer. Als Level 6 Farmer kriegen wir die Molkerei, neue Farmtiere, die Kuh oder die Kühe, die sind sehr süß. Wir kriegen einen Kuhstall, wir kriegen 5-mal Futter von Hey Day. Wir können Milch sammeln und in der Molkerei können wir Sahne produzieren. Also, es geht weiter. Es geht weiter mit Bestellungen. Da haben wir die 3 Eier. Wir warten. Und 21 Mal Mais. Das ist ein bisschen dreist. Und finde ich. Und deswegen werde ich diese Aufgabe löschen.
Diese Bestellung ist nicht lieferbar. Warte oder beschleunige sie. Ich beschleunige nicht mit 3 Diamanten. Auf keinen Fall. Jeder kann aussuchen. Ihr könnt aussuchen, wie ihr macht. Ich mache das nicht. Ich warte die 2 Minuten und 41 Sekunden, bis die neue Bestellung kommt. Hier können wir einmal ernten und wieder pflanzen. Wir pflanzen auf Weizen und wir gucken hier, was Gutes gibt. So, erstmal nehmen wir diesen Kuhstall. So, wir kaufen auch unsere 3 Felder. 2, 3. Wir pflanzen Weizen und Mais. Und wir nehmen die Kühe. Wir nehmen 5 Kühe, weil wir 5-mal Futter von Heidi haben. Und deswegen nehmen wir 5 Kühe. Guck mal, jetzt zu beschleunigen, braucht man 4 Diamanten für eine Kuh. Wie gesagt, jeder sucht aus, was er möchte, wie er möchte. Ich gebe kein Diamanten dafür aus. Ihr könnt aussuchen, was ihr haben möchtet, wie ihr machen möchtet. Und ja, da warten wir die 3 Eier. Die Bestellungen können wir warten, bis wir genug haben. So, für heute ist alles. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Wenn mein Video euch gefallen hat, freue ich mich wie immer auf einen Daumen hoch. Wenn ihr hier neu seid, herzlich willkommen zu Heidi for You. Abonniere meinen Kanal, wenn ihr Lust habt. Schreibt mir einen Kommentar. Ich freue mich auf jedes Kommentar, was ich lesen und antworten kann. Weil genauso wie bei Heidi, wenn am Anfang ist, dann habe ich die Zeit, alle Kommentare eine Antwort zu geben. Später wird hoffentlich nicht so sein, dass ich so viel Zeit habe, aber ich investiere viel Liebe und lese alle Kommentare mit ganz, ganz viel Liebe. Das kann ich euch garantieren. Ich wünsche euch alles Gute. Vorher ernten wir unsere Getreide und pflanzen wir wieder, weil nur so können wir Getreide immer haben, um zum Beispiel Hühnerfutter zu machen. So, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute heute Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!